Aber das wird ein perfekter Halt. Schafft er es? Ja, nein, vielleicht. Das sehen Sie oh, jetzt. Oh, scheiße. Halt, halt, halt. Erstmal ein bisschen Eigenwerbung, denn ihr könnt auch auf meinem Kanal jetzt Mitglied werden. Ein Video, wo ich alles dazu erklärt habe, wie viel das kostet, was es für Vorteile für euch bzw. auch Vorteile für mich mit sich bringt, das gibt's rechts oben beim i. Ich würde mich freuen, wenn ich genau dich bald als Mitglied auf meinem Kanal begrüßen kann. Dazu klickst du einfach unter dem Video neben dem Abonnieren-Button oder auf meinem Kanal neben dem Abonnieren-Button auf den Button Mitglied werden oder auch in der Videobeschreibung der zweite Link. Dort kannst du die Mitgliedschaft dann abschließen und ich würde mich darüber natürlich mega freuen. Merkt man eigentlich, dass ich ein Praktikum bei der Bank habe? Ich weiß nicht. Jetzt soll es aber auch schon weitergehen mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Aber bis jetzt hattest du eigentlich auch immer nur ein grünes Signal. Das heißt, die PZB hätte eigentlich noch gar nicht gestresst. Hätte eigentlich noch nicht, ne. Schisch, die S-Bahn hat sowieso bestimmt nur so alles grün. Ey Leute, schaffe ich es? Nee. Doch, ich glaube schon, diesmal. Oh! Ja, 14 Meter sind es noch bis zum perfekten Halt. Nee, ja. Nee, rechts musst du in Regeln, sonst machst du links die Türen auf. Hab ich natürlich gewusst. Ja. So, wo sind wir jetzt hier? Mach mal auf Halten, genau. Und hier nicht Notbremse, sondern auf Null. Ha! 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 Lol! Wieder direkt mal aussteigen, jedes Mal. Ey, wie perfekt! Ja, perfekt nicht, aber gut. Mann, diese ganzen Idioten. Was wollen die denn? Viele Menschen, naja, okay, die warten ja eigentlich schon auf die S-Bahn danach, also das sind quasi so die doppelte an. Ja, aber dann könnten die ja trotzdem nicht einstellen. Ja, ja, klar. Machen die das nicht. Doch, machen sie doch. Ja, die warten auch auf andere Züge, da fährt ja nicht nur die S-Bahn. Ja, doch. Nur ich. Überholt mich jetzt gleich, wäre das eigentlich theoretisch möglich, dass mich jetzt überholt? Nee, wäre es nicht, weil es eine S-Bahn ist, aber eine Regionalbahn schon, ne? Wenn die hier nicht hält. Das wäre krass. Nee, kann ja nicht an dir vorbeifahren. Das Gleis, was neben dir ist, das ist ja quasi in der andere Richtung. Ja, da vorne gibt es bestimmt eine Weiche. Ich fahre über und dann wieder auf meine. Also rein theoretisch, wenn eine Regionalbahn hier jetzt nicht halten würde, könnte der dich eventuell, wenn das, der Gleisabschnitt so frei wäre, dann könnte der so dran vorbeifahren, aber eher unwahrscheinlich. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass sich hier keiner überholen wird. Ja, das habe ich auch nicht gedacht. Warum? Aber wir hatten schon eine entgegenkommende Bahn. Du hast ja parallel mit einer anderen im Bahnhof gehalten. Ja. Im letzten, glaube ich. Ja. Das ist krass. So Leute, jetzt geben wir richtig Gas. Leipzig-Bayerischer Bahnhof. Bayerisch vor allem. Bayerischer. Geil. Ich glaube, gleich, bald, irgendwann fährst du in den Tunnel. Ach nee, das kommt jetzt, oder? Kommt das jetzt schon? Nee. Irgendwann so kommen so ein paar Stationen so und halb. Also zum Beispiel Leipzig Hauptbahnhof, da hältst du auch. Das ist, und Leipzig Messe und so, das ist alles unterirdisch. Echt? Ja, ich glaube, guck, du fährst ja jetzt schon in den Tunnel rein. Ist jetzt der erste. Warum darf ich hier eigentlich nicht schneller fahren? Was ist das für ein Fahrrad? Und warum fahre ich trotzdem schneller? Wer ist ja nur 2 km/h schneller? 2 km/h. Ach, oh, du musst halten. Digga, das schaffst du nicht mehr. Dass du immer nur die eine Bremse machst. Mach du mal alle. Notbremse. Oh, ich muss sogar im Tunnel halten. Ja. Ich sag noch, der Halt ist unterirdisch so hoch, ich muss in einem Tunnel halten. Wow. Perfekt, Jungs und Mädels. Was ist hier los? Ja, ja. Also das ist schon sehr anstrengend. Links jetzt, ne? Ja, so währenddessen du hier cool wieder hältst, aussteigen. Putze ich meine Brille. Haha. Ich steig auch aus, bin nicht mehr dein Beifahrer. Ach, schade. Stell wieder rein. Bitte fahr nicht ohne mich. Doch, doch, gleich.
Hi. Mann, mal nochmal hin hier. Gott, Leute, das macht mich krank. Krass, wir haben noch das normale Licht an. Junge, was ist mal hier los? Verrückt. Weißt du, für meine Aufnahme wieder so unprofessionell. Ja. Im Tunnel nur 80 km/h. Verrückt. Aber ich sag dir, die Station... Eine halbe Stunde Halt. Die Station, ja, du hältst hier an der Station länger, als du brauchst bis zur nächsten Station, so gefühlt. Ja. Also die Stationen in dem Tunnelsystem sind richtig, richtig nah aneinander. Boah. Okay, falsch. Immer noch 6 Minuten Verspätung. Du hältst die 6 Minuten gerade ziemlich gut. Das ist... Beziehungsweise, du solltest jetzt in 6 Minuten da sein, also hast du dann ungefähr insgesamt wahrscheinlich so 8 Minuten Verspätung. Jedes Mal. Jedes Mal. Ja, weil du immer zu früh drauf gehst. Du musst halt warten, so bis halt der Druck so... Ja, wo ist der Druck? Ja, ich sehe das bei dem Zug auch nicht, weiß ich nicht, aber... So rein theoretisch musst du halt so... Keine Ahnung. Kann ich irgendwo auch zoomen? Ich glaube, da ist der Druck. Diese zwei Dinge. Ja, das kann gut sein, dass es das ist. Guck jetzt schon 700 Meter. Boah. Leipzig-Wilhelm-Leuschner-Platz. Danach müsste, glaube ich, Leipzig-Messe kommen, dann Hauptbahnhof und dann ist wieder so Fahrt nach oben. Dünkel. Ja, ich glaube, du hast auch keine Lichter so vorne an. Ja, habe ich auch nicht. Ich weiß ja nicht, wo ich die anmache. Irgendwo da so. Eins dieser Knöpfe. Verpiss dich. Du musst... Sandstreuer. Nein, das ist für Winter. Ich glaube, das ganz rechts ist es. Hauptschalter. Ganz rechts, habe ich gesagt. Das da ist der Weg. Das ist nur Kennlicht, da hast du an. Crazy. Ja. So. Ja, geht schon klar. Entriegeln und machen wir dann hier vorne, da bist du jetzt irgendwie gerade bei Kennlichter oder so, musst du irgendwie so krasser machen. Ja, hab ich das? Mach da. Kennlichter. Ah, guck. Ha! Heller Strahl, Alter. Haha. Party in the Hood. Tempomat haben wir ja auch. Krass. Dann fahr ich nicht immer mit Tempomat. Ich bin ein bisschen zu weit gefahren, aber ich halte wenigstens momentan. Das ist schon mal nicht schlecht, so zu halten. So. Ja. Also jetzt sieht man da, jetzt gerade auf jeden Fall noch ganz viel Druck auf der genau. Bremsleitung drauf. Und wenn ich die jetzt schon löse, löst sich dann auch der Druck? Aber müsste so irgendwie so... Gott, Leute, das ist alles so anstrengend. Ja, jetzt löst er sich, siehst du? Ja. Wie die Nadel fällt. Alter! Ist ja krass. Aber er ist noch nicht ganz gelöst. Ja, das müsste bestimmt gleich funktionieren. So, Türen verriegeln. Meinst du, das klappt? Gleich muss mit der Tür warten. Und ich würde sagen, jetzt. Jetzt würdest du sagen? Ja. Guck. Boah. Vielleicht ist es auch die Tür gewesen, so. Oder die Bremse einzubleiben. Vielleicht beides auch. 80 Meter bloß. Zeig, wo hier Leipzig. Ah, Leipzig Markt. Und dann kommt auch noch Messe und dann kommt Hauptbahnhof. Ja, Alter. Jetzt sehen wir diesen krassen Tunnel einfach. Er ist rund. Das ist schon krass, was ich hier mache. Bin ich immer noch bei den 6 Minuten? Nee, ne? Schon okay. Nee, 8 Minuten bist du gerade. Ich treffe die Ding nicht. Bist gerade ja ziemlich gut bei 8 Minuten Verspätung. Ich glaube, ja, er hat mir eine Bremse reingehauen, ne? Und das war ein perfekter Halt. Ich glaube, das war wegen der SIFA. Ja, du bist auch. Hast. Druck in der Bremse. Ja. Leute, erst so 2 Minuten warten, bis wir ganz einfahren können. Weitere Verspätung, weißt du, der Zug steht schon da, so richtig scheiße so. Danke.
Bitte, bitte. So ein richtig hübscher Bahnhof. Richtig hübscher. Leipzig, gibt's Leipzig Markt und Leipzig Messe gibt's gar nicht? Ich weiß es doch nicht mehr. Aber ich bin hier richtig viel schon gefahren eigentlich, die Strecke. Ich merke schon. Das DLC ist schon krass. Ja. Verrückt, okay. Wir steigen wieder aus. Gucken uns diesen hübschen Bahnhof an. Hallo! Na? Willst du nicht in meinen Zug einsteigen? Warum halten die immer so lang, Alter? Die halten den echt doch nie so lang. Kann man hier auch hoch? Das würde tatsächlich gehen. Geht die auch? Nee, die geht nicht. Rolltreppen und Fahrstühle sind leider in dem Spiel außer Betrieb. Das ist nicht gut. Das ist tatsächlich sehr schade. Na gut, setz dich hin. Mach Steier aus. Wir warten noch, bis das Piepen weg ist. Und geben dann Gas. Perfekt. Das ist krass. Wieder nur 580 Meter. Aha, jetzt kommt Leipzig Hauptbahnhof tief. Ja, das ist krass. Also die Fahrt dauert bis jetzt ungefähr so ein bisschen mehr als 35 Minuten oder ein bisschen weniger als 35 Minuten, also irgendwie so liest das Pipapo. Siefer. Die sieht man jetzt auch nicht. Das ist richtig nervig. Ach, den muss er noch nicht sehen. Nee. Warum bremst der dann immer ganz runter? Ja, weil der Druck schon drauf ist auf dem Bremsen. Fick den Druck! Wenn du halt einmal schon so tief warst, bringt das Bremsenlösen, geht halt nicht so schnell. Das muss ich mir noch so hart angewöhnen. Oder müsste ich mir noch so hart angewöhnen. Dass man quasi so schön smooth reinbremst. Ich hau dann immer richtig drauf und denke, ich kann dann auch mal wieder lösen. Aber das funktioniert offensichtlich nicht. Aber wir fahren jetzt hier richtig smooth rein. Boah, da hast du gerade schon wieder Nerven. Ja, aber dadurch, dass du zum Stillstand gekommen bist, hat sich die Siefe automatisch deaktiviert. Krass. Das ist schon heftig, ja. Ich glaube, das Mikrofon ist ein Perpetuum mobile, weil der Akku nie alle geht. Das ist heftig. Das ist, ich sag ja, ich brauch das. Sind wir jetzt nicht schon fertig, Hauptbahnhof und so? Nein, es geht noch viel weiter. Bis zur Endstation. War nicht irgendwie von Magdeburg nach Markkleeberg irgendwas? Waren wir nicht schon in Markkleeberg? Dann fahren wir nach Magdeburg oder so, keine Ahnung. Und wenn wir erst in Leipzig sind und es nach Magdeburg geht, dann geht's noch ein bisschen. Ich hab keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Und S-Bahn von Magdeburg nach Leipzig ist eigentlich schon krass. Schon heftig, ja. Was ist das für eine scheiß S-Bahn, Alter? Ist ja eher so Regionalbahn. Aber das ist ja sowieso so eine irgendwie voll Snob-S-Bahn, so in Berlin so richtig abgeranzt. Und die ist eigentlich voll schön. Ich bin auch schön. Wir passen hier rein. Muss man die Türen verriegeln und weiterfahren. Du bist so schon. Ja, das hat doch jetzt spät. Erst. Hier. Nee, das war vor 5 Minuten schon. Genau, wie er hier betrügt. 2,5 Kilometer, oh, jetzt können wir richtig drauf drücken. Leipzig Nord. Kann zwar nur 80 fahren, aber das juckt mich nicht. Ich glaube, das müsste dann schon. Ja, ich glaube, der ist dann wieder oberirdisch. Kann sein, weil ja. 2,5. Ah, ja, guck, das ist hier so ein rechteckiger Tunnel, da gibt es gleich so richtig viele Weichen. So. Da gibt es so gleich so einen Tunnel, der so nach rechts geht. Da so, ging schon weg. Krass, man kaum gesehen. Ist so ultra dunkel da drin. Und da bist du nicht lang gefahren, was schon mal gut ist. Ja, Siefer. Ja, nur 56% Leistung.
Sprengstoff. 100 km mindestens. Ich darf ja nicht überhaupt 80 jetzt gleich mal. Ja, pah. Es geht halt hier nach oben. Boah, ziemlich bewölkt. Das ist nicht so geil. Ja, Siefer, Schmiefer. Oh Gott. Mach doch mal schneller jetzt hier und so. 50 Ihr nächster Halt, Leipzig Nord. Wir entschuldigen uns für 8 Minuten Verspätung. Ah, naja, passiert. Diese Scheiße. Ne? Bist du noch wach? Das ist halt echt doof. Diese Doofen. Wäre ziemlich lustig, wenn du in der Aufnahme einschlafen würdest. Klar. Gerade der perfekteste Halt von heute gewesen. Weiß ich nicht. Es war schon krass links wieder, ne? Ja, weißt du doch, wo der Bahnsteig, also musst du gucken. Ey, das sehe ich nicht. Ich dachte, da ist auch einer. Könnt bitte einmal auf dem Gras aussteigen und dann über die Gleise auf den Bahnsteig klettern. Das ist der Plan. Ja, aber oh, ich gebe schon Leistung. Ja, aber reagiert nicht, wenn du die Türen auf hast, denn kannst du da so viel Leistung geben, wie du willst. Das macht mich fertig! Da gibt's keine Leistung. Heller Lichtstrahl, den können wir ja jetzt dimmen. Schon noch ein bisschen. Es ist ja halt sehr bewölkt. Aber sehr bewölkt. Ja, guck doch. Ja, es ist halt sehr bewölkt. Kannst auch Blende. So Sonnenblende so runterfahren, so. Genau. Kannst du schlafen so. Warum geht das? Was ist das denn für ein Zeug? Ja, keine Ahnung, wenn der Lokführer so keinen Bock mehr hat. Hat er so ein Nickerchen so. Jetzt geht's wieder nicht. Und ich hab drauf gewartet. Ey, gib Gummi! Ach warte, ich darf ja nicht Hände loslassen, sonst kommt wieder dieses Kackdingens da unten. 4 Kilometer und ich darf 120 fahren gleich. Alter, ist richtig Luxus. Da holen wir auf jetzt. Jetzt kommt die Aufholjagd vorne. Mann, ihm vorne hier, ne? 160 gleich sogar. Gleich vor allem. 2,7 Kilometer. Ist egal, ich fahre auch jetzt schon 160. Da kenne nichts. Ohne Spaß, wenn ich da so einen Zug fahre, wäre ich würde einfach die ganze Zeit auf die Ziffer drauf drücken. Das mich nicht nervt. Ich würde einfach die ganze Zeit. Das ist bestimmt da, im, so in dem Lokführer-Ding da Cockpit-mäßig so auch ultra laut. Echt nervig. Ja. Yeah. Wir hatten da Bock drauf, Deutsche Bahn. Voll der Scheiß. Ah naja, du hast ja auch schon vorher, bevor es piept, so ein Signal auf dem Bildschirm, musst halt die ganze Zeit auf dem Bildschirm gucken und musst generell auf so viel achten, da hätte ich gar keinen Bock drauf, richtig stressig.